Pokémon Packer benennen. Mizuno, Pokémon Packer benennen. Mizuno. Hoffentlich ist er extern. Mizuno. Willkommen zurück zu einem weiteren Booster Pack Unboxing im Real Life. Nämlich von, Darth Kessel. Ich habe mir so ein Display geholt, mit der Hälfte gesponsert von cardmarket.eu. Link mal wieder in der Beschreibung. Echt Unspaß, ne? Man kann sagen, was man will über die Seite, aber diese scheiß Lieferung kam direkt nach einem Tag an. Ich verstehe nicht, wie schnell die sind. Also es ist echt extrem, wie schnell die liefern. Und das hier sind jetzt 36 Booster, heißt, wir haben hier 36 TCG Online Codes drin, 36 Booster drin und sehr viel Spaß. Das heißt, wir werden hier mehrere Parts dran sitzen, schätze ich mal. Was ich auch gar nicht mal so schlecht finde, habe ich auch ein bisschen mehr Content für die Gamescom. Bin ich froh drum, weil, naja, Content für die Gamescom braucht man immer mal. So, Dampfkessel. Nun haben wir es hier. Das ist auf jeden Fall schon mal krass, was man hier hat. Erstmal haben wir hier den Booster mit Volcanion, dann einen mit Yveltal in Break, dann einen mit Xerneas in Break und einen mit Gardevoir. Mega. Ne, normales Gardevoir. Ich werde jetzt in der Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 öffnen. In der nächsten Folge nochmal 9. Und danach nochmal 9 und danach nochmal 9. Also schon mega krass. Wir sind ja gerade auf einer anderen Location, wie ihr sehen könnt. Bei mir im Wohnzimmer. Eigentlich meiner Eltern, aber egal. Hat seine Gründe und ich werde anfangen mit dem ersten Booster. Die Online-Dinger werde ich natürlich auch noch öffnen. Das ergibt natürlich Sinn, weil so habe ich zwei Kriegen mit einer Karte. Ich habe online und offline ein ganzes Display, was natürlich krass ist. Kartentrick natürlich wieder einsetzen und gucken, was wir hier so rausbekommen. Wir fangen an mit Ninja Junge, Panpyro, Duodino, Kapuno, Tangela, Glibunkel, Otaro, Meryl, Datiri und Volcanion. Oh, Volcanion normal. Das ist cool. Also haben wir schon mal ein Signature Pokémon bekommen, Volcanion. Was ich noch sagen wollte, Reverse packe ich mal nach hier, das Volcanion packe ich mal nach hier, weil ich es cool finde. Und den normalen Stapel packen wir nach hier. Was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall, dass diese Doppeltypenkarten alle shiny sind. Das heißt, ich habe mich ein bisschen vertan. Das Tesurio, was ich da gezogen habe online, war auch shiny. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wobei es eigentlich sehr schnell auffallen sollte, weil das Ding blau war und nicht die normale Tesurio-Farbe hatte. Aber naja. Ich bin leider ein bisschen blöd und verpeilt, aber okay. Wir haben hier ein Blanas, ein Wasserquil oder Waschakwil, Schilderos Panzerfossil, Datiri, Yanma, ein Meryl, ein Sneebel, ein Leufeo, finde ich cool die Karte. Und ein, wir haben einen Yanmega Break gezogen, Alter, nice. Im zweiten Booster schon eine Break-Karte, das freut mich auf jeden Fall. Yanmega Break. Eine der neuen Break-Karten finde ich auf jeden Fall nice. Und ein Fiao. Ja, das interessiert, glaube ich, jetzt gerade keinen. Auf jeden Fall Break. Ja, ein Mega kommt auf jeden Fall hier zu meiner Special-Sammlung. Ich habe hier meine Special-Sammlung, meine Reverse-Sammlung und meine coole Kartensammlung. Deswegen, kommt die dahin, die Karte. Kommen wir zum nächsten Booster. Das ist das Xerneas Booster. Oh mein Gott, ich freue mich richtig drauf. Ohne Spaß, bin richtig gehypt auf dieses neue Pack, was diese neue Edition, die es hier gibt, weil ich hab ja erst letztens angefangen wieder mit Pokémon-Karten und dann direkt die neueste Edition wieder aufzumachen, ist richtig geil. Also das ist so wie früher einfach mit Yu-Gi-Oh! Früher habe ich Yu-Gi-Oh! Mehr gesammelt, jetzt eher wieder Pokémon. Kommt halt, also liegt halt auch daran, dass ich halt mehr Pokémon-Content mache. Aber naja. Nidorino, Ambidiffel, Pokémon Ranger, Ponita, Lichtel, ein WhatsApp, ein Tampignon, ein Aktip, ein Lichtel und ein Trikefalo in Holo. Lichtel gefällt mir auch übrigens in Reverse. Schöne Karte übrigens.
Aber Tricky Fallo in Holo sieht auch sehr, sehr nice aus. Hatte ich, glaube ich, auch sogar online ein paar Mal schon. Kommt jetzt mit zu meinem Reverse-Holo-Shit-Stapel. So, machen wir weiter mit dem nächsten Booster. Wir haben ja noch einige vor uns. Das sind noch, boah, wir haben gerade mal drei geöffnet. Krass. Und haben jetzt schon eine Turbo rausbekommen. Aber da geht natürlich noch mehr. Da geht noch mehr, Leute. Ihr kennt das ja bei mir. Mein Pack ist manchmal echt überwältigend. Manchmal aber auch nur. Drei nach vorne. Und go. Wir haben hier erstmal ein Klavion. Klavion übrigens ein komisches Pokémon, finde ich. Aber hey. Gardevoirs Geistesbund. 1-2 Drohnen. Ein Nidoran männlich. Ein Nasknet. Ein Hopspross. Ein Mauzi. Mauzi ist ein cooles Pokémon, Leute. Mauzi ist cool. Scampistu. Ein Anorith-Klauenfossil. Und ein Gardevoir EX. Also eine Gardevoir EX-Karte. Nice one. Alter, die sieht... Alter, die hat richtig Style, meine lieben Freunde. Die sieht richtig nice aus. Lasst ihr euch mal auf der Zunge zergehen. Gardevoir EX. Alter, ist die schön. Kommt direkt zu meinem Stapel hier hinten. Obwohl können wir Turbo und EX mal unterscheiden. Und das Clown, was hier ist, Reverse, also kommt das hier hin. Eieieiei, direkt meine EX gezogen. Das ist natürlich nice. Hoffentlich ziehen wir noch viel, viel mehr EX-Karten. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Gardevoir EX, also ich habe ja schon mehrere Gardevoir EX-Karten, aber die sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Ich glaube, meine erste vom Typ C ist das. Meine erste EX-Karte. Müsste eigentlich. Die anderen Gardevoirs waren, glaube ich, keine Typ C EX-Karten. Aber naja, 1, 2, 3, kommt nach vorne und lasst mal angucken, was wir hier so haben. Einmal ein Drift Zeppeli, ein Vati, ein Snubillicat, ein Voltidam, ein Klick. Das finde ich übrigens vom Artwork her sehr simpel, aber sehr nice irgendwie. Ich weiß nicht, also simpel und nice. Nice. Samurzel, Gladiantri, wir haben noch keine von diesen Doppeltypenkarten übrigens. Driftlon, ein Hooper in Rio. Alter, sieht das. Das sieht mega brutal aus. Und ein Hutzaster. Ja, das interessiert, glaube ich, gar keinen. Aber das Hooper in Reverse sieht brutal aus, Leute. Das sieht mega geil aus. Finde ich auf jeden Fall fresh, dass wir das hier gezogen haben. Also, es sieht echt nice aus. Nice Karte auf jeden Fall. Machen wir weiter mit Gardevoir. Dampfkessel. So. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir hier so rausziehen werden. Coole Karte. Das wird direkt schon gespoilert. Hier habt ihr auch schon gesehen. Das Charlelos. Auf jeden Fall eine geile Karte, Charlelos. Gucken wir uns gleich mal genauer an. Gierige Würfel. Du, Dino. Ninja-Junge schon wieder. Das Charlelos sieht richtig nice aus vom Artwork her, finde ich. Von so hin, so Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, was das sein soll. Und dann die beiden, wie süß sie da rumplatschern. Ein Gironimatz. Ein Panflam mit irgendeinem Rad im Mund. Ey, das sieht cool aus, das Artwork. Ein Carpuno. Ein Tangela. Ein Scampisto in Reverse. Und ein normales Rasa. Egal, Scampisto Reverse. Ja, könnte besser sein. Bis jetzt haben wir noch nicht das krasseste Pack Luck. Wir haben jetzt eine EX und eine Turbo rausgezogen. Nicht schlecht, muss man sagen, aber auch nicht sehr krass. Wobei Morgia ja gesagt hat, dass es hier wohl nicht so krass die EX-Karten, also beziehungsweise nicht so viele geben sollte. Deswegen kann sein, dass wir hier nicht so viele rausbekommen wie in anderen Packs. Aber egal, vielleicht kriegen wir eine seltene Karte hier. Ich meine, 36 Booster müsste doch bestimmt was. Wir werden einfach sofort mit einer. Alter, wir werden erstmal mit einer Zumarill Shiny, naja, Doppeltypenkarte begrüßt. Das finde ich doch auf jeden Fall schon mal nice. Ich habe die Karte ja online schon mal gezogen. Ich habe gesagt, oh mein Gott, die hätte ich gerne im Real Life. Und jetzt habe ich sie im Real Life. Drehen wir auf das Volcanion da hinten. Dann hier das 2 Drohnen. Der Tignis. Ein Ignivor. Ein Griffel. Ein Yanmar. Ein Mankey. Ein Mantex. Ein Fiyaro in Reverse. Und ein paar Punga. Ja, das ist hier wie gesagt kein... Fiyaro ist aber auf jeden Fall eine coole Karte in Reverse. Ja, kann man so stehen lassen. Zwei Booster haben wir noch. Einmal hier die Weltern in Break. Und das Volcano da hinten nochmal. Ah, es gibt noch eine krasse Volcano in X-Karte, habe ich gesehen. Das hat mir ein Zuschauer mal zugeschickt, der sich das gegönnt hat. Und oh, die wäre auf jeden Fall schon mal sehr, sehr krass nice. Aber mal sehen.
Drift Zeppeli. Bezauberndes Profier oder Profil oder keine Ahnung, wie es heißt. Tangolos. Glibunkel. Otaro. Meryl. Punita. Lichtel nicht in Reverse. Mantax in Reverse. Und ein Alter, das sieht richtig nice aus, das Artwork. Toxiquark. Normal. Und Mantax haben wir in Reverse, wo ich das Artwork auch eigentlich relativ nice finde. Mit so einer versunkenen Stadt da im Hintergrund. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Mhm. Und wir haben hier das letzte Pack, was wir heute öffnen werden. Das letzte Dampfkessel-Pack mit Vulcano drauf. Bring mir noch einmal Glück für diesen Part und gib mir was Schönes raus. Und wie gesagt, bis zum Ende gucken, dann gucken wir uns nochmal alle Karten an, die wir hier heute gezogen haben. Und in der nächsten Folge geht es halt weiter mit den nächsten neuen Booster-Packs. So, wir haben hier erstmal ein Schildteros, ein Spezialaufladung, ein Tangolos mit Auspeitscher 110 plus, ja, das ist krass, ne? Sneeble, Hopspross, Datiri, Scampisto, Nidoran männlich, ein Voltula, Doppeltypen, Reverse, Pflanze und Elektro, also Insekt und Elektro, und ein Klick-Dich-Lack in Holo. Die Karte ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, muss man sagen, diese Doppeltypen-Karte. Die gefällt mir. Gefällt mir sogar mega. Die werde ich erstmal schön weglegen. So, ich glaube, die Reverse und sowas müssen wir uns nicht angucken. Ach ja, es ist ja sogar noch shiny, ne? Das Vieh ist mir gar nicht aufgefallen. Mir fällt das nie auf, wenn die Karten shiny sind. Aber es ist schon was dunkler als das normale Voltula. Dann haben wir halt noch Azumarill in shiny und halt Vulcanion im ersten Pack sogar bekommen. Also ohne Reverse, ohne Holo oder so. Aber egal, dann haben wir Gardevoir EX, die ich einfach nur mega geil finde. Mega nice. Und Jan Mega in Turbo, auch eine richtig nice Karte. Ja Leute, im nächsten Part machen wir dann mit den neuen weiteren Boostern hier weiter. Bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao Leute, euer Salo.